So, herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Investitionsmöglichkeiten in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise. Ich möchte Sie erst zwei organisatorische Dinge hinweisen. Zum einen möchte ich Sie bitten, Fragen, die aufkommen, im Chat zu stellen. Ich werde dann am Ende der Präsentation auf die Fragen eingehen. Zum anderen habe ich auch die Präsentation als Datei zur Verfügung gestellt, wenn Sie sich die runterladen möchten und nochmal in Ruhe anschauen möchten, dann haben Sie dazu die Möglichkeit. Dann beginne ich gleich mal mit der Präsentation. Und worüber werden wir uns heute unterhalten? Zum Ersten, wie funktioniert das GWS-Leasing? Wie ist das aufgebaut vom Ablauf? Was sind Ihre Vorteile im Leasing? Dann die 7 Schritte zum Leasingvertrag und die Berechnung der Leasingrate. Das ist natürlich interessant, die Belastung ermitteln zu können. So, dann fangen wir gleich mal an. Wie funktioniert das GWS-Leasing? Zum einen haben wir hier die Grundig Business Systems. Wir bieten Ihnen die Diktiersysteme und Sprachverarbeitungssysteme an. Auf der anderen Seite sind Sie als Nutzer, der unsere Systeme zum Einsatz bringen möchte oder bereits bringt und vielleicht auf digitale Systeme wechseln möchte. Dann ist bei uns grundsätzlich ein GWS-Vertriebspartner mit dabei. Das heißt, wir haben eine Betreuung unserer Kunden durch Partner vor Ort. Wie Sie sehen, auch über das heutige Webinar unterstützen wir unsere Endkunden natürlich auch direkt. Aber grundsätzlich, um vor Ort eine bessere Betreuung noch haben zu können, als wir das von der Zentrale bieten können, arbeiten wir grundsätzlich mit Vertriebspartnern zusammen, die Sie auch im Leasing begleiten. Wie bei normalem Kauf von Diktiersystemen vermittelt der GBS-Vertriebspartner Ihnen die Geräte, also er betreut sie, macht Installationen, Vor-Ort-Service, all diese Dinge. Das läuft ganz normal ab, als ob Sie die Systeme kaufen würden. Der Unterschied besteht jetzt darin, dass wir als Grundig Business Systems Ihnen direkt die Geräte beliefern und den Herstellersupport leisten. Und dass wir in diesem Falle eben eine Leasinggesellschaft dazwischen geschaltet haben. Das ist bei uns die Kränke Leasing, die ein Produkt hier anbietet, mit der Sie als Endkunde den Leasingvertrag abschließen. Und wir verkaufen die Diktiersysteme an Kränke Leasing. Das heißt, auf Sie kommt zunächst mal, wenn Sie die Geräte bekommen, keinerlei Belastung zu, keinerlei Zahlung zu, sondern wir verkaufen die Systeme an Kränke Leasing. Kränke Leasing schließt mit Ihnen den Leasingvertrag ab und Sie haben dann die monatliche Zahlung für die Leasingraten zu tätigen. Wie gesagt, Unterstützung ansonsten wie bei einem normalen Kauf durch den GWS-Vertriebspartner und Herstellersupport durch uns. So, was sind Ihre Vorteile bei diesem Leasing? Ganz klar, das Wichtigste beim Leasing überhaupt, die Belastung der Liquidität ist nicht gegeben. Es steht Ihnen ohne jede Anzahlung, also wir haben auch das Leasing mit Kränke so gestaltet, dass keine Anzahlung fällig ist, sodass Ihnen also sofort die Diktierlösung zur Verfügung steht, ohne dass Sie Ihre Liquidität belastet wird. Ist ganz wichtig, Sie haben planbare monatliche Kosten. Für die Dauer des Leasingvertrages bleiben diese Kosten gleich. Es wird Ihnen am Anfang kalkuliert. Das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, wie das funktioniert. Und diese Leasingrate, die da ermittelt wird, bleibt für die Dauer des Leasingvertrags fest. Sie haben anders zusätzlichen positiven Punkt, eine risikolose Verfügbarkeit der Geräte. Während der Vertragslaufzeit sind die Verträge gegen Ausfall versichert. Das ist in der Leasingrate mit enthalten, diese Art von Versicherung. Das heißt, Sie haben eine erweiterte Verfügbarkeit gegenüber der normalen Herstellergarantie, die Grundig Business Systems natürlich bietet. Sie sind immer auf dem neuesten Stand der Technik. Am Ende der Vertragslaufzeit erhalten Sie bei Verlängerung des Vertrages die neuesten Geräte auf Wunsch. Also das ist dann am Ende des Vertrages kommen wir auf Sie zu und dann wird eine spezielle Lösung für Sie zusammengestellt. Auf jeden Fall ist aber ein Austausch der Geräte dann möglich. Ein wichtiger Punkt, der immer wieder auftaucht, natürlich ist die steuerliche Abzugsfähigkeit bei einem Leasingvertrag selbstverständlich gegeben. So, wie kommt man also jetzt zu dem Leasing? Wie ist der organisatorische Ablauf? Es sind
im Prinzip 7 Schritte, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Das erste Schritt ist, nachdem Sie einen GBS-Partner ausgewählt haben, der Sie betreut vor Ort, dazu kann man zum Beispiel auf unserer Webpage sich einen Partner in Ihrer Nähe suchen oder vielleicht haben Sie auch schon einen Büroverhändler, der Sie betreut. Mit dem stellen Sie die Diktierlösung zusammen und der berechnet Ihnen dann aus unserem Kalkulator, den wir zur Verfügung stellen, ein Angebot. Ich werde Ihnen den Kalkulator nachher auch noch zeigen, dass Sie auch schon mal sehen können, wie das funktioniert und vielleicht sogar für sich selbst kalkulieren können. Der Partner stellt, nachdem er mit Ihnen die Lösung zusammengestellt hat, eine Anfrage an Kunde Business Systems. Da werden verschiedene Daten des Partners und von Ihnen jeweils an uns geschickt. Mit diesen Daten, die werden weitergegeben an Frenke Leasing. Dort erfolgt eine Bonitätsprüfung, die im Normalfall kein Problem darstellt. Und wir kriegen dann innerhalb kürzester Zeit, 24, 48 Stunden ungefähr, ist der normale Ablauf, einen Bescheid. Im Normalfall einen positiven Bescheid und die Leasingunterlagen von Grenke werden dann zugeschickt. Nachdem die unterzeichneten Leasingunterlagen bei Grenke eingegangen sind, erhalten Sie von uns im sechsten Schritt die Diktierlösung und nun ist noch eine Installation vonnöten. Eventuell unterstützt Sie hierbei der GBS-Partner fallweise. Das ist wiederum eine Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Partner. Und ja, schon kann es losgehen. Sie können mit den Diktierlösungen von GBS sofort starten und alles ist kalkulierbar und die Effizienz wie gehabt, wie sehr vielleicht schon gewohnt. So, dann zeige ich Ihnen jetzt nochmal kurz, wie sich die Leasingrate errechnet. Ich habe jetzt hier mal einfach ein Beispiel zusammengestellt. Das gelb hinterlegte zeigt an, dass man hier etwas eintragen kann. Hier würde dann zum Beispiel Ihr Kundenname stehen. Man wählt verschiedene Leasing-Objekte aus. In dem Fall habe ich jetzt einfach mal ein paar mobile Handgeräte, Funkmikrofone vom Typ Cordex, ein paar Schreibplätze und so weiter eingetragen. Man sagt, wie viele man davon haben möchte. Hier wird jetzt informativ noch die unverbindliche Preisempfehlung von Kunde Business Systems angezeigt. In der nächsten Spalte sehen Sie dann Ihren Preis, den Sie mit Ihrem GBS-Vertriebspartner vereinbaren. Das wird sicherlich stark davon abhängen, welche Unterstützung Sie benötigen, wie viele Systeme Sie haben und so weiter. Das ist dann individuell zu vereinbaren. Informativ wird hier noch der gegebene Rabatt errechnet. In diesem Fall habe ich jetzt als Ihrem Preis den UVP eingetragen, was dann zu keinem Rabatt führen würde, aber es wird sicherlich im Einzelfall mit dem Partner vereinbart werden. Dann ergibt sich daraus ein Vertragswert, also aus der Multiplikation der Anzahl der Systeme mit dem mit Ihnen vereinbarten Preis. Und der Vertragswert wird hier in Summe dargestellt. Als nächsten Schritt und letzten Schritt in diesem Kalkulator muss man dann noch die gewünschte Laufzeit auswählen. Das haben Sie zwischen 36, 42 und 48 Monaten. Und daraus errechnet sich automatisch dann die monatliche Leasingrate. Ich kann Ihnen das jetzt mal ein bisschen in einem Beispiel zeigen, wie das denn ausschaut, wenn man in dem Kalkulator etwas verändert. Dann gehe ich jetzt mal direkt in den Excel-Kalkulator rein. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, Sie erhalten auf die Cordex einen Preis von 479 Euro, dann sehen Sie hier, dass der Rabatt auf 4% ist, um Ihnen das mal kurz zu zeigen, der Vertragswert hat sich hier jetzt auch geändert, wenn Sie hier mal kurz darauf achten, liegt jetzt bei 6.499, vorher war er bei 6.599 und jetzt zeige ich Ihnen nochmal kurz die Auswahl der Laufzeit, wie sie sich, beachten Sie bitte hier die Rate auswirkt, also im Moment bei 6.499 Euro Wert der von Ihnen beanspruchten Leistung und 48 Monaten ergibt sich eine Rate von 160 Euro. Wenn Sie sagen, nein, ich möchte nach 3 Jahren schon den Ablauf des Leasingvertrags, um dann eventuell auch auf den neuesten Stand der Geräte wechseln zu können, dann geben wir hier 36 Monate an und Sie sehen, dann wird die Rate auf 203 Euro kalkuliert, also etwas höher. So, das war es schon, was ich Ihnen zeigen wollte. Ich bin damit auch schon am Ende unseres
heute relativ kurzen Webinars. Das liegt einfach daran, dass das Leasing so einfach ist, dass es gar nicht mehr zu sagen gibt. Jetzt schaue ich noch mal kurz, ob jemand von Ihnen eine Frage zu dem Thema hatte. Da ich keine Fragen sehe, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich.